Geht's jetzt? Es geht. Hallo und herzlich willkommen mal wieder zu einer Runde LOL Ranked mit Max. Ich spiele gegen Olaf Toplane mit Trundle. Mal gucken, ob es funktioniert. Wenn nicht, ist mir scheißegal. Und der Yi spielt Stormrayer as Church. Das freut mich für den Yi. Ja, das ist das Ding, was, wenn du 30% seines Lebens innerhalb von irgendwie gewissen Zeit wegmachst. Das ist. Ja, das kann Yi, nur dass wir relativ viel CC haben, was ihn daran hindert, das zu können. Wir haben dann mit Nautilus und Thrash schon gar nicht so wenig CC. So vom Prinzip her. Und ich kann ihm auch nochmal eine Pille in die Fresse setzen. Einfach so, weil ich es kann. Ich habe übrigens das Gefühl, dass in letzter Zeit Grasp of the Undying viel beliebter wird. Ich feiere die Namenskombination von dem Olaf und dem Yi. Ist schon ein bisschen witzig, ehrlich gesagt. Nice. Okay. Mich erst gefragt, was denn mit dem Bimmel sein soll, aber dann hat der Olaf nachgeladen. Ja. Ja, das ist ein bisschen seltsam. Ja, viel Spaß oben beim Cremate, ne? Cremate Jungle und Top. Ja, das könnte lustig werden. Ich glaube, ich sollte mich ein bisschen zurückhalten. Aber gut, Olaf pusht wahrscheinlich sowieso mehr als Trundle, deshalb ist es nicht so schlimm. Trundle ist ja eher kein Pusher. Trundle ist ja so, ich farm unterm Tower und alles ist mir scheißegal, weil ich krieg sowieso genug Leben wieder. Ich finde aber auch cool, dass die beiden entsprechenden gegensätzlichen Summoner-Icons haben. Stimmt. Das sieht dann so aus wie so eine Maske. Die sieht zwar sehr seltsam aus, weil sie anderthalb Masken jeweils sind, aber ist ja also dreiviertel Masken immer sind, aber ist ja wurscht. Das wird schon irgendwie funktionieren. Die schaffen das schon. Ja, geht schon. Du wirst schon sterben. Ja, natürlich. Immer. Und wenn nicht, dann hilfst du nach, oder was? Dann schieße ich. Beindest du mich, oder was? Los! Ah, da kommt Jungler! Ja! Erstmal hochtippen und den eigenen Typen beinden. Ich teleportiere mich zu deinem Tower und. Ja, und beindest mich dann, super. Beinde dich und lauf dann weg. Wäre richtig lustig, wenn das gehen würde. Er lauft dann in den gegnerischen Tower rein. Oh, das geht ja mit Tam Kench. Es gibt da teilweise so dämliche Trolls, die dann einfach so denken: Oh, geil, ich nehme jetzt meinen eigenen Typen und. Das Beste ist immer noch, wenn du mit der Poppy-Ulti einen Tahm Kench weghaust und der Tahm Kench dich in dem Moment, wo die Poppy-Ulti losgelassen wird, aufnimmt. Geht das? Kannst du dann fliegen beide weg. Dann kannst hast du abhauen? Die gegnerische Poppy aufgenommen. Also bei einer gegnerischen Poppy. Dann frisst du die gegnerische Poppy auf, wirst dann geschlagen und nimmst sie mit. Ist ja mal richtig nice. Das ist so witzig. So muss man es machen. Ja, geht so, wenn du danach stirbst, weil du die Poppy mitgenommen hast, ist gar nicht so cool. Naja, du fliegst ja in deinen eigenen, also in deine eigene Hälfte, sag jetzt mal. Ja klar, wenn du wenn, wenn es gut machst. Nee, wenn du es gut machst, kannst du mit auf den Base Tower fliegen. So, ah! Ja, da musst du aber schon ziemlich weit hin fliegen, damit das klappt. Geht so. Eigentlich, wenn beide alle außer Base Tower gepusht haben, beide Teams, geht das. Okay. Das ist ja möglich. Nautilus ist ja Jungle. Ist ja, Nautilus ist Jungle. Nee, finde ich gut. Ja, finde ich auch gut, weil der ordentlich CC. Das Ding Storm Raiders wird halt dem Yi am Anfang nichts bringen. Weil, ja. Ich hoffe nur, dass die wirklich nur Premates sind und nicht irgendwie auch noch Smurfs oder so ein Scheiß. Da habe ich so gar keinen Bock drauf. Ich lasse sie sowieso erstmal pushen, weil wenn das beides Dings sind, dann habe ich da gar keine Lust drauf, gegen zu kämpfen. Ganz ruhig. Wieso trifft er nichts? Das ist gut. Moment, beschränke ich mich komplett nur aufs Last Setten. Ich mache nichts anderes. Immer schön Last Setten. Oh Scheiße, da habe ich einen verpasst. Vielleicht hätte ich doch lieber meinen Pillar als zweites nehmen sollen. Wäre vielleicht schlauer gewesen. Oh, wollte ich gar nicht. Oh, Mann. Wie viel hat er? 12, ich hab 8. Oh Gott. Okay, bei mir ist aber auch noch eine riesen Minion Wave.
Und wie läuft's Mitte? Läuft. Okay. Ja, festhalten. Ja, normal. Derzeit gewinne ich, obwohl er die ganze Zeit pusht. Das ist gut. Ja, bei mir pusht er gerade auch, aber im Moment liegt es relativ unentschieden, weil ich habe hier halt noch... Ist er behindert, jetzt zu kommen? Dann verliere ich alle Minions. Nein! Geh weg, Alter! Nein! Will dir nur sagen, dass es gewordet ist, entspann dich. Achso, ich wollte gerade sagen, was soll der Scheiß, ey? Wenn er jetzt ganken kommt, dann habe ich vollkommen verkackt. Jetzt kann er ganken kommen, ja. Okay, er ist geflasht. Okay, schade. Aber er hat seinen Flash raus, das ist gut. Ich habe trotzdem übelst viel Farm verloren. Na ja, gut. What the fuck? Okay. Nice. Okay, ich gehe jetzt erstmal back. Nice, das hat ordentlich... was brauche ich jetzt erstmal? Ach ja, Quatsch, das da. Damit fange ich an und... Das ist jetzt nicht ganz so gut. Komm, kriegt er sie noch? Schade. So, und als nächstes gehe ich auf das. Okay. Six Poke geht gar nicht klar. Er ist halt sau nervig, ne? Aber er hat fast keine Mana mehr, also dürfte er jetzt nicht so viel problematisch werden. Nicht so viel problematisch, Alter. Oh Gott, ich bin auch gerade, ich bin auch dumm, ey. Wieso hab ich nicht TP't? Oh, war das dämlich gerade. Ich hätte TP'en sollen, nicht Vollpfosten. Obwohl. Vollpfosten. Ich Vollpfosten war gar nicht, war vielleicht gar nicht so dumm. Weil ich hätte sowieso nicht so viel rausgeschlagen. Oh, 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 ich komme. Ja, was macht der Nautilus da? Also er überlebt auf jeden Fall recht lange. Wird aber trotzdem sterben. Geht er weg, toll. Warum geht er mit Nautilus Counter-Jungeln? Verstehe ich jetzt nicht unbedingt. Ist jetzt nicht unbedingt der Counter-Jungler. Ja, okay, gut. Wenn die Leute in deinem Team ansagen, dass der gegnerische Jungler Bot ist, dann... Ja, gut. Kann man schon mal Counter-Jungle gehen. Aber... Oh Gott, was war das denn für ein Lag gerade? Also nicht. Ich hatte keinen. Aber gut, bei dir könnte es auch am PC liegen. Es liegt am PC. Hundertprozentig. Komm her, willst du auf die Fresse? Geh weiter rauf. Ich will erstmal wieder die 4 Sekunden aufbauen. Und meinen Pillar wieder ready haben, wenn möglich. Wand! Nice. Gut Job. Ich hätte sogar noch Ulti machen können, nur hatte ich kein Mana. Das war so ein bisschen das Problem. Und alle Minions damit bekommen. Das Problem ist, ich habe halt überhaupt keinen Farm im Endeffekt. Also viel zu wenig eigentlich. Ich habe auch nur 44. Ich hab 30. Ja gut. Gut, 34 inzwischen sind es, aber ist trotzdem viel zu wenig. Deutsch gelernt bei Yoda, du hast, oder? Was war das gerade? Ja, wieso? Ich habe gesagt, 32 sind es. 34 inzwischen sind es. Ja, gut. Ja, gut. Ich habe Deutsch gelernt bei Yoda Meister. Oh Mann, ich kriege auch gerade nichts, ey. Ich bin gerade übel schlecht. Egal, ich kann jetzt backgehen, TP'en und dann bin ich wieder da. Ja, das ist eine schöne Aussage. Ich kann jetzt weggehen, TP'en und dann bin ich wieder da. Okay. Ich
bin gerade irgendwie ein bisschen neben der Spur. So, TP. Was war das denn? Ich hatte gerade einen kurzen Lag. Ich auch, okay, dann lag das. Das könnte an einem Server gelegen haben. Schön ist, ich kann die Minions auch farmen, ohne dass ich eine eigene Minion Wave habe. Ich heile mich einfach so hoch. Ich habe ja noch Wimpix. Wow. Ich habe gerade durch mein Biss den Last Hit verkackt. Aber der Yi war noch nicht einmal oben. Fand ich schon mal nice. Ja, das sieht auch eher so aus, wenn er sich im Bot kümmert. Ist auch vom Prinzip her in Ordnung. Mano. Den Trade habe ich auf jeden Fall gewonnen. Oh, das ist nicht gut, dass die Drake haben. Ja, Top ist wieder ein Farmfest halt, ne? Obwohl ich immer noch deutlich weniger habe als der Typ, aber ist ja nicht so schlimm. Okay, er ist wieder da. Wow, genau in dem Moment, wo ich pinge, ist er wieder da. Irgendwie passiert gerade nicht viel. Ich glaube, es wird nachher vielleicht ein bisschen spannender. La, la, la. Er wehrt sich irgendwie nicht so groß. Wow. Ach ja, irgendwie ist es gerade echt ein bisschen öde. Ich hole langsam auf, das ist nice. Ja, der Nautilus ist irgendwie ein bisschen komisch. Ich glaube, der hat nicht so wirklich, der checkt nicht so wirklich, wann man ganken sollte und wann nicht. Ich mag den Olaf nicht. Der ist so super passiv gerade. Und das schon seit, keine Ahnung, 10 Minuten oder so gefühlt. Und ja, seit 10 Minuten. Wir spielen erst seit 12, aber... Ist mir egal, der ist schon seit 10 Minuten passiv. Oh, hier ist Yi. Und der 6 kommt auch hoch. Ja, egal. Oh, schöne Bombe auf jeden Fall. Hab ich gesehen. So, okay. Ich hätte zur Not noch Ulti aktivieren können, musste ich aber gar nicht. Der Yi kommt gleich wieder. Das ist halt das Schöne an Olaf. Das ist halt das Schöne gegen Olaf. Wenn er einfach sein Dings nicht hat, übrigens ist Olaf Miss. Wenn er einfach seine Ulti anmacht, setze ich ihm meinen Pillar in den Weg und er ist trotzdem CC'd, weil es bringt ihm einfach nichts. Das Einzige ist, ich kann es halt nicht, wie ich es normalerweise mache, unter ihn setzen und dann ist er hochgeworfen, aber das ist mir ja egal eigentlich im Endeffekt.
So, ich kann zurück. Das. Bin ich gerade zu früh zurück? Oh ja, ups. Na egal. Wurscht. Wurscht. Ja, Top ist wieder Miss. Der war eben ganz kurz da. Ja, Olaf wollte gerade TP'en. Ich konnte ihn abbrechen mit meinem Pillar. Ich bin einfach hochgeworfen. Ja, Olaf, versuche ruhig gegen mich zu kämpfen. Habe ich kein Problem mit. Komm her. Willst du die Fresse? Die Fresse, Alter? Er hat gerade seine Ulti aktiviert. Also Olaf kann mich nicht fighten, auf jeden Fall. Na, Olaf, willst du fighten? Oh, er ist weggeflasht. La 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 la. Das mache ich jetzt einfach mal mit Absicht. Was machst du? Ich habe ihn verbessert. Mit Absicht, weil ich ihn irgendwie nerven würde. Na, der kriegt ihn nicht. War klar. Wow. Wollen wir 6 versuchen umzubringen? Nein, das können wir auch nicht. Ist zu schnell. Ja, weg. Doch, er schafft. Ja, aber ich komme da nicht schnell genug hin, deshalb. Ich habe TP auch nicht ready, sonst würde ich ja hin TP'en. Hallo Olaf. Er hier ist Olaf. Er hier ist Olaf. Und er hier ist Günther. Das ist sowieso eine der dümmsten Folgen von SpongeBob überhaupt. Welche ist denn nicht doch? Stimmt auch wieder. Hat der Olaf immer noch Farm vor mir? Ja, gut, 2. Das ist jetzt nicht das Problem. Und ich habe einen Kill. La, 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 la. Ich finde es übrigens sehr lustig, dass Trundle sagt, du kannst jemanden nicht zu oft schlagen. Finde ich doch eine interessante Aussage. Er ist wieder Miss. Soll ich zu euch runterkommen oder geht's? Geht, glaube ich. Ich kann doch noch gar nicht. Ich muss mich noch dran gewöhnen, wie viel Cooldown der Scheiß hat. Die P hat echt lange Cooldown. Das ja, ist das ist übel. Ich muss doch hier ein bisschen den Tower pushen. Fand das halt echt kein guter Split-Pusher. Und Kog'Maw ist OP. Ich glaube, ich hab den Mid-Tower. Das ist schon mal gut. Gut, ich gehe zurück und TP mich gleich wieder auf die Lane. Oh, ich hab nicht. Obwohl, nee, mach ich noch nicht. What the fuck? Wie ist er einfach durch meinen Tower durch meinen Pillar durchgelaufen? Wie geht denn das? Also es war nicht mit Ulti an, deshalb war es wahrscheinlich irgendwie ein Bug. Oh, nice. Dragon. Ja. Soll ich jetzt runterkommen? Ja, bitte. Aber nee, ist zu spät. Okay, scheiße.
fuck. Also ich könnte noch runterkommen zu denen. Naja, es wird jetzt, jetzt wäre es Werwolf. Wäre es nicht mehr Werwolf. Nee, definitiv nicht. Okay. Jetzt bin ich wieder ein bisschen weiter hinten als er. Der Olaf nervt langsam ein bisschen. Ah, der spielt. Der spielt Dings hier. Okay. Ich spiele jetzt zweites Item Sterax. Ja, ich habe sogar den Assist bekommen, weil ich vorher eine Ult mit der Ulti die Wave geklärt habe. Nice. Und der Sex mit drinne stand. Ja, lauf ruhig hinterher, kein Problem. Hab sonst Teleporter. Ja, es ging jetzt eher darum, dass er seine Spells gewastet hat. Verdammt. Top ist Miss. Bitte auch. Ich hab ein bisschen eine Befürchtung, dass sie den Herald machen. Okay. Ach nee, Quatsch, Baron ist ja schon da. Baron ist ja gerade gekommen, verdammt. Wäre voll dämlich. Ich hätte irgendwie nicht auf die Zeit geachtet. Ich hatte nicht auf die Zeit geachtet. Nice. Im Moment läuft es relativ ordentlich für uns. Olaf, du kannst mich immer noch nicht fighten. Wie kommt er auf die Idee? Ja, komm, ruf da. Raus hier. Der kriegt mich nicht mal tot, nicht mal ansatzweise. Ich halte übelst viel aus. Jetzt könnte er irgendwas gegen mich tun. Auch vielleicht. Gut, ich habe immer noch genug Waved hier. Was brauchst du? Vielleicht Hilfe in der Mitte, aber mit der Menge an Waved hier, die ich habe. Ich wollte gerade sagen, also das, also pushen dürfte der dich nicht. Nee, ich habe aber gerade 4 Leute in der Mitte gehabt. Ach so, na gut. Ich könnte mal gucken, ob ich den hier alleine schaffe. Okay, ich schaffe ihn nicht. Okay, doch, ich schaff ihn. Ich schaff ihn nicht. Verdammt! Ich dachte, ich krieg ihn hin. Komm, Nautilus. Töte ihn. Tower Delfin, Ulti, irgendwas. Alter, ist der Typ schnell. Ja, den kriegt er nicht her. Scheiße. Das war dumm von mir, dass ich es sogar versucht habe. Ja, war's halt echt. Also. Alter, guck mal. Das geht gar nicht fit. Der hat die gerade einfach umgerissen. Das ist Kopfmas Job, der kann das. Ja, das war kacke, dass ich. Das war dumm. Ah, verdammt. Ich dachte, ich krieg's irgendwie hin, aber sobald er sein Ginsus aktiviert. Sobald sein Ginsus Rageblade aktiviert war, hat er halt einfach übelst viel Damage rausgedrückt. Das war dann echt nicht mehr feierlich. Aber egal, ich kann mich wieder oben hin porten. Jetzt. Hätte ich Ulti gehabt, hätte ich ihn sogar locker umgerumst. Aber ohne Ulti nicht. Boah.
Ping mal, dass er Mist ist. Oh, das ist zu spät, er hat mich gerade getötet. Ja, ich habe aber schon vorher gepingt, dass er Mist war. Das, der war schon tot. Ja, ich habe auf den Nautilus vertraut, aber... Vertraue niemals auf Randoms. Ja, das mag wahr sein. Auf jeden Fall wahr. So. Die pushen gerade Mitte, aber ich kann oben pushen. Oh, wow. Bitte? Ja, ich muss aber den Olaf dann hier oben aufhalten. Bitte fallen zwei Tower, ne? So. Ja. Wenn nicht bald was passiert, ein Ritter. Aber cool. Ich bin auf dem Weg. Können versuchen, die Team zu Team. Oh, hier ist sie. Geh weg. Was hat denn der Red Buff? Ja, jetzt sind die zwei oben, also jetzt kann ich im Moment nicht gerade runterkommen. Der Yi ist unten, irgendwo bei euch. Ja, ich sehe. Ganz schön, der Olaf. Komm, oh Mann, er ist so scheiße schnell in seiner Ulti. Der läuft die ganze Zeit mit seiner Ulti einfach nur weg. Er macht seine Ulti an, läuft weg. Übelst kacke. Schau, Olaf-Spieler. Er ist halt super nervig. Ich fight ihn jedes Mal, dann macht er seine Ulti und dann kommt er mit irgendwie, keine Ahnung, 10% Leben weg. Aber inzwischen habe ich ihn überfarmt, das ist schon mal gut. Das ist nicht so gut, dass der Typ so viel... Warum ist das ja so krass? Was? Der Typ vernichtet, der vernichtet ja alles. So, das brauche ich. What the fuck, ist der gelieft? Da bin ich mir nicht so sicher. Ja. Wie, was, wo? Ja, da bin ich mir nicht so sicher, ob der gelieft ist oder ob der was Gesicht ist. Okay, gut. Ich hole mir jetzt nächste Trinity Force. Ja, okay, das war. What the fuck, wie viel Schaden macht der in meinem Tower? Guck dir mal sein Bild an. Die gehen alle Full AD. Oder halt, oder Full Damage. Jeder von denen. Ist ja voll behindert. Das ist Split Push. Achtung, Olaf. Achtung, 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 Achtung. Ja, ich sehe es, ich sehe es, alles gut. Oh Gott, die sind alle da. Hab ich vergessen. Ja, ja. Okay, tschüss. Komm, auf den Yi, 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 auf den Yi. Tötet ihn doch, tötet irgendwas. Oh, scheiße. Eine Sekunde zu spät. Ja, läuft bei ihm auf jeden Fall. Wer hat da einen Quadra... Achso, wir haben einen Quadra gemacht. Okay. Ja. Ich dachte gerade, die Gegner hätten einen Quadra gemacht. What the fuck, ey. Ich hab schon gedacht. Der Yi macht echt viel Damage. Muss man sagen. Was haben die eigentlich alles... Den kriegst du nicht tot, der ist übelst tanky. Jetzt müsste ich mir Phage kaufen können, ne? Ja. Dann gehe ich sogar auf, wie viel Leben bringt das? Dann gehe ich doch lieber darauf, Trinity. Aber Phage reicht erstmal und danach brauche ich jetzt irgendein Tanky-Item weiteres. Mal gucken. Obwohl doch, ich hole mir jetzt Trinity Force. Ach ja. Na toll. Das fängt ja schon mal gut an, ne? Das ist jedes Mal gefühlt. Ja, leider. Jawohl, die letzten zwei Spiele, die wir zusammen gemacht haben, haben wir sie übelst gestormt. Das stimmt.
Das war nice, aber irgendwie so ist Kacke. Ach ja, das Ding ist... Das Ding ist wahrscheinlich, alleine könnte ich locker fighten. Jeden von denen. Aber wahrscheinlich sogar den Yi. Das ist nicht so gut. Der Yi kann alles alleine fighten. Nee, wahrscheinlich könnte ich den Yi fighten. Glaube ich nicht. Ich glaube schon. Ich mache aus ihm ja einfach Papier. Ach ja. Ist halt übelst kacke, dass der die ganze Zeit disconnected, reconnected, disconnected, reconnected. Ist halt übelst scheiße. Ich kann versuchen, den Typen hier oben einmal zu killen. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Der Tower stirbt einfach mit zwei Auto-Attacks von der Tristana. Es ist wieder die gleiche Sache mit dem Olaf. Er fightet mich, er verliert haushoch und läuft einfach weg. Ich komme zu euch. Das ist total. Hä? Weil fünf Leute bei dir sind, bist du weg? Ja, nur weil ich nicht unbedingt reinlaufen will und sterben will. Verstehe ich nicht, muss ich sagen. Oh, ist doch kacke, ey. Ja, ja, nervt mich doch nicht. Ich muss zurück. Das ist echt scheiße. Ich glaube, Blade. Ja, ich krieg die halt alle nicht. Das ist das Problem. Im Moment krieg ich sie einfach nur nicht. Komm, tötet sie, tötet sie. Wo ist sie? Wo ist sie hin? What the fuck? Wow, die Tristana ist über die Wand gesprungen, ey. Bringt doch die scheiß Tristana um. Ja, das war's. Ich hasse es. Ich finde, man sollte für AFK, keine Ahnung, nicht einen Loot bekommen, sondern 10. Ja, es sieht eher nach Dings aus. Nach was? Nach Internet. Ja, ist doch scheißegal. Das ist übelst kacke. Ja. Einfach für AFK instant komplette Division runter. Ja, oder sowas. Ich weiß es nicht, aber es ist halt saukacke. Das wäre ein bisschen hart, ne? Ja klar, wäre das ein bisschen hart, aber sorry, das ist doch scheiße. Mann, ey. Oder sie sollen es wieder so einfügen, wie sie es zwischendurch drin hatten mit dem, ja, verloren, der nicht gezählt wird. Hatten sie ja zwischendurch das drinne. Das finde ich tatsächlich ziemlich gut. Ja, ich auch. Weil, gut, dann hast du halt ein Spiel verloren, aber... Ja, genau, also ich könnte... Also selbst wenn wir ihn peelen, das schafft er nicht. Der Yi geht durch, der Olaf rennt einfach durch. Wie soll denn der das schaffen? Ich helfe dir mal, ne? Wie viel Rüstung der Arsch hat einfach. Ja, minus Magieresistenz, finde ich lustig. Ja, die killen halt jetzt alles nacheinander und holen sich Objectives. Die haben jetzt Baron. Ja, die haben schon längst Baron. Ja. Die haben Baron, die haben Drake, die kriegen auch alle Drakes, die sie haben wollen. Ist halt übelst kacke. Das haben sie ja irgendwann rausgenommen wieder mit dem hier irgendwie verziehenen Dings. Ach, wie heißt das nochmal? Ja, jetzt stirbt er natürlich. Obwohl, wir können ihm vielleicht helfen. Okay, raus, einfach raus. Alles gut. Oh, scheiße, ey. Das ist halt das Problem.
Dann verliere ich wieder ein bisschen Punkte. Ebenso. Und top. Ja, ja klar, die können es überall durchgehen. Die gehen halt einfach pur durch alles durch jetzt. Ohne Probleme. Wer soll die da auch jetzt im Moment aufhalten? Niemand. Wie auch. Wie gesagt, der Olaf war einfach nur übelst feige. Der ist die ganze Zeit nur abgehauen. Jedes Mal, wenn wir gefightet haben, ist er abgehauen. Ja, jetzt macht er da oben weg. Wetten, der haut ab, wenn ich komme. Wetten? Ja. Der haut auch ab, wenn ich komme. Also, der ist richtig übelst feige. Das ist einfach nur Splitpush, Olaf. Und Splitpushen ist einfach, tut mir leid, aber das ist einfach das Feigste, was man machen kann. Zu klein, oder? Arschkopf, ey. Ich will den Typen jetzt umbringen. Das ist sein Tuch, was er da gesungen erst hat. Ja. Ich wollte ihn einfach nur aus Prinzip umbringen. Ja, jetzt sterbe ich durch den Hi. Ja, jetzt kann ich den Hi auf keinen Fall mehr fighten, das ist klar, aber... Ich hätte ihn zwischendurch hätte ich ihn noch fighten können. Na toll. Oh, nice. Komm, kill den Hi, kill den Hi. Der Alpha strike dich gleich und du bist tot. Wetten? Oh, was? Der hat halt auch noch Sterax. Sterax ist halt übelst das OP-Item auf ihm. Ich hab's auch, aber es bringt mir halt überhaupt nichts. Das noch gewinnen, was ich sehr bezweifle, dann falle ich vom Glauben ab. Die sind irgendwie gefühlt zu blöd, uns zu pushen, ehrlich gesagt. Ich glaube, die spielen. Habe ich so ein bisschen das Gefühl, ja. Ich wollte gerade deiner Ulti ausweichen. Guter Reflex. Ja, es war nur so, warte mal. Das ist, ja, ich haben gar keine Lux. Nee, es war halt nur irgendwie so, warte mal, die haben gar keine Lux. Hä? Oh, guck mal, unser Minion ist verbuggt. Kann grad nicht. Muss es kaufen. Das Ding ist, ich mach auch eine ziemlich gute Menge Schaden. Ja, wir haben ein Problem hier. Die kommen gerade. Oh, der Typ stirbt gleich. Was macht der Nautilus da? Wow, toll gemacht, Nautilus. Jetzt hat er hier noch einen Kill mehr. Was ist das für ein... Wie kacke der ist... Der ist echt voll den Kill, so scheißegal, ob der einen Kill mehr hat oder nicht. Oh, stimmt. Ups, na gut. Meine Fresse. Ja, im Endeffekt egal. Ja, toll. Keine Chance. Zu viel CC. Wow. Alle fast tot. Toll. Oh, Mann. Was war das denn für ein Scheiß?
Das war echt der feigste Olaf, den ich kenne. Das ging ja gar nicht. Echt, ey. Warte, den Olaf reporte ich auch wegen Feigheit. Geht das? Du hast Probleme, ey. Ja, sorry. Jedes Mal, wenn er mich angreift, er mich fightet und ich ihn locker besiege, macht er seine Ulti an und läuft einfach weg. Ja, das ist schlau. Das ist kacke. Ja, das ist feige. Nein, das ist schlau. Ich weiß, dass es schlau ist. Es ist mir egal, dass es schlau ist. Ich sag ja nicht, dass es dumm ist. Ich sag ja nur, dass es scheiße feige ist. Hier, unsportliches Verhalten. Der Arsch. Ist mir egal. Das ist hart. Hab ich schon gemacht. Ich dich jetzt auch für unsportliches Verhalten. Mach ruhig, mir egal. Das finde ich unsportlich. Ist mir scheißegal, der Typ. Danke fürs Zuschauen, ciao.